Hallöchen Leute, mal wieder ein Infovideo. Und zwar habe ich wegen meiner neuen Schule, wegen meiner Wirtschaftsschule, wenig Zeit für Let's Plays, würde ich sagen. Deswegen muss ich leider eine Let's Play Pause machen. Und zwar habe ich zu den Ferien, den 26.10. In den Ferien werden wir Folgendes machen. Und zwar werde ich hier Pokémon Rubin fertig machen. Und ausbilden das Cell. Und Pandora Tomorrow werde ich versuchen, ja, auch noch fertig zu kriegen oder beziehungsweise vielleicht sogar fertig, wenn wir schnell sind. Mal schauen. Ja, wenn ich die drei Let's Plays fertig habe, kommt Minecraft weiter. Also wir machen Minecraft weiter bis Part 100. Und wir fangen Pokémon Kristall an, ein Zweitgenerationsspiel, wo ich überhaupt total, was heißt hier überhaupt? Ich habe hier total Lust drauf auf dieses Let's Play im Gegensatz zu Pokémon Rubin, und es wird viel besser als dieses Rubin Let's Play, das kann ich euch versprechen. Ich werde mir hundertprozentig Mühe geben, dass es super ankommt bei euch. So, nach diesen zwei Let's Plays werden wir Team Fortress 2 weitermachen. Aus dem Grund, weil ja Team Fortress 2 sehr gut eigentlich ist, bei euch, also kommt gut bei euch an, das Let's Play. Und ja, habe ich mir beschlossen, ich mache es einfach mal als Let's Play. Als Endless Let's Play ist es ein bisschen schwierig, weil das mit Fraps aufnehmen, das dauert immer so ewig, bis die Parts gerendert sind. Und ich muss die ja, wenn es ein Endless Let's Play sein sollte, ja jeden Tag was hochladen, und das ist schwierig, deswegen muss ich hier das begrenzen auf ein normales Let's Play. So, okay. Und auch, es gibt dann auch ein neues Pokémon Let's Play. Das Spiel Pokémon Schwarz. Ich habe das Spiel noch nie gespielt bis jetzt. Ich werde es aber bis dahin wahrscheinlich schon durch haben, weil ich habe das Spiel noch nicht. Ich muss es mir erst noch kaufen. Ist ja am 12.10. herausgekommen, also noch sehr neu das Spiel. Aber bis dahin wird es nicht mehr so neu sein, schätze ich. Naja, okay. Nach diesen zwei Let's Plays werde ich Splinter Cell weitermachen. Und zwar die Serie mache ich fertig. Ich frage mich, ob es bis dahin Blacklist mittlerweile schon geben wird. Wahrscheinlich ja. Ich weiß nicht, wann Blacklist rauskommen wird. Ja, falls Blacklist draußen ist, werde ich es auch noch zusätzlich jetzt playen. Aber bis dahin machen wir die Splinter Cell Serie fertig fürs Erste. Und zwar bestehend aus Chaos Theory, Double Agent und Conviction. Und währenddessen werde ich noch ein Pokémon Let's Play laufen haben. Und zwar ist es wieder Rot und Blau. Ja, ich weiß, wir haben Rot und Blau schon durch als Speed-Let's Play, aber ich möchte das als richtiges Let's Play haben. Und zwar werde ich hier alle Pokémon fangen, alle 151 Pokémon. Das ist ein 100% Let's Play. Das kann auch einige Zeit dauern. Ich werde beide Spiele gleichzeitig Let's Playen. Da werden also insgesamt drei Let's Plays offen sein: Chaos Theory oder Double Agent oder Conviction und Pokémon Rot und Blau gleichzeitig. Zwei Pokémon-Let's Plays gleichzeitig, das hatte ich noch nie. Ich werde es auch so probieren, dass es möglich sein wird, die Pokémon von den beiden Editionen gegenseitig zu tauschen. Das heißt, dass wir uns einen Rattan zur blauen Edition rüberschicken können oder einen Knuffenser zur roten. Das wird schon richtig cool. Okay, nach diesen vielen Pokémon-Spielen, die wir schon durch haben, also danach haben wir die erste Generation komplett gestrichen. Ich werde kein weiteres erstes Generations-Let's Play mehr machen. Wenn man die Rot und Blau Let's Plays haben, werde ich kein neues Let's Play mehr aus der ersten Generation machen, weil die ist dann für mich fertig. Wir haben dann gelb durch, rot durch und blau durch. Sogar zweimal rot und blau. Also das sollte genügen für die erste Generation. Ups, da war gerade ein Teller. Naja. So, nach diesen Let's Plays kommt Pokémon Silber und Gold, werden wir starten. Ein Speed-Let's Play zu machen ist schwierig, weil dieses Spiel sehr lange dauert. Das heißt, ich werde es so machen wie im Rot- und Blau-Let's Play, also quasi als Nachfolger. Auch wieder 100%, um alle Pokémon zu fangen. Ich werde hier einfach mal die Kanto-Pokémon von der Roten und Blauen Edition rüberschicken zur silbernen und goldenen Edition. Ich frage mich, ob es geht. Ich schätze mal ja, dass es geht. Und wenn nicht, muss ich mich schlau machen im Internet. Alles ist irgendwie möglich. So, und währenddessen wird Team Fortress 2 fertig gemacht. Auch wieder bis Part 100 wie in Minecraft. So, also der erste Punkt, um den wir uns kümmern müssen, ist die Let's Play Pause. Die fängt am 26.10. an. Quatsch, die endet am 26.10. Dann geht's mit Pokémon Rubin, ja, weiter. Wir werden es fertig machen. Es ist ja nicht mehr so viel. Wir müssen dann noch die Liga fertig machen. Und das wird schnell durch sein. Dann machen wir noch die Legis, die Regis und Rayquaza.
und Latios oder Latias, je nachdem. Und Splinter Cell ist auch nicht mehr so lange. Also, wir haben noch einiges vor uns, um Pokémon-Meister zu werden. Nee, Spaß, okay. Also, ich habe ja gesagt, ich werde alle Pokémon-Displays fertig machen. Ich habe mir noch so einen Zettel aufgeschrieben, was ich noch sagen möchte. Ach ja, nach den Ferien, nach den Herbstferien, ich weiß nicht, wann die gerade gehen, Moment, die müssten vom, Moment, vom 26. bis zum 2.11. gehen, glaube ich. Ja, egal. Auf jeden Fall werden nach den Ferien jeden Freitag, Samstag und Sonntags Parts geben. Und nicht am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitags, nein, sondern jeden Freitag, Samstag und Sonntag. Vielleicht werde ich es auch vielleicht werde ich Parts auch auf eine Viertelstunde begrenzen, anstatt eine halbe, wie wir es ja sonst haben, damit ich es jeden Tag hochladen kann. Also, da könnt ihr ja voten, wenn ihr gerade Lust habt. Also Daumen hoch, wenn ihr Parts jeden Freitag, Samstag und Sonntags haben wollt, dafür nicht am Montag, Dienstag und Mittwoch und Donnerstag. Oder Daumen runter, wenn ihr es so haben wollt, dass jeden Tag einfach nur ein Viertelstunden-Part kommen wird. Also das kann ich alles arrangieren. So, ja, das war's eigentlich von mir. Also, habt noch eine schöne Zeit bis die Herbstferien anfangen. Und ja, ich werde alles wie gewohnt hochladen, wenn die Ferien beginnen. Okay, dann sage ich mal Tschüss für dieses Infovideo und dann bis zum nächsten Let's Play von mir. Pokémon Rubin oder Splinter Cell, je nachdem. Also bis dann, Leute. Ciao.